Moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Zweiter Teil mit unserer Hydraulikbrücke. Ich habe daraus zwei Teile gemacht, weil die erste Folge ging schon 40 Minuten. Und ich habe gedacht, mache ich eine zweite Folge, damit der Samstag und der Sonntag... Ist sie überhaupt heute Samstag? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall heute Morgen kommt eine Folge. Wir können ja mal kurz raustappen. Wir haben heute Freitag. Seht ihr hier. Okay? Gut. Dann kommt die Folge Freitag und Samstag raus. Nicht Samstag und Sonntag. Und wir springen jetzt mal rein. Wir haben nämlich immer noch hier unsere Brücke. Schöne Grüße an den Dibitor. Da habe ich mal reingeguckt. Und ja. Er hat hier so ein bisschen Geschlänger gemacht. Okay, hier ist zu kurz. Okay, alles klar, alles klar. Gut, die Brücke hält schon mal. Jetzt mal einfahren auf 20%. Aber warum fährt er jetzt die komplette Brücke ein? Ich bin mal einmal rausgetappt. Holy Bitch. Aulik. Oh, lol. So, dann hüpfen wir mal da eben rein. Jetzt reißen wir das Ding einfach mal komplett ab. Was so Hydraulik angeht, Paluten hatte Probleme, Dibitor hatte Probleme. Hydraulik im Pulleybridge ist so... Ja... Zack, zack, zack. Ja, man darf sich ja Hilfe holen. Finde ich auch echt okay.
machen wir das hier auch noch. Und verbinden das. Machen hier in der Mitte. Nehme ich den oder nehme ich den? Ah, ich muss den nehmen, okay. So, er fährt rüber. Ah, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ausfahren 11%. Passt das? Ah, da bricht es zwar jetzt. Okay, gut. So, jetzt muss ich OBS wieder öffnen. Warum bricht das denn jetzt hier? Aber ich habe ja noch ein bisschen Geld. So. Hier mache ich noch ein Kreuz rein, hier mache ich noch ein Kreuz rein. Zwar jetzt ein bisschen komisch aus, aber wenn es funktioniert, ist doch gut. Schiff fährt durch. Okay. Jetzt habe ich es hier oben nochmal stabilisiert. Fährt hoch. Schiff fährt durch. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, woran das liegt. Jetzt habe ich das nochmal stabilisiert mit Holz. Brücke geht hoch. Schiff fährt durch. Jetzt muss es nur noch halten. Okay. So, Auto fährt rüber. Hier in der Mitte. Da ist der Schwerpunkt. Irgendwas müssen wir da noch machen. Habe ich hier in der Mitte auch nochmal stabilisiert. Bin zwar jetzt über dem Budget. Ja, das Auto ist zu schwer. Ich bin auch schon über dem Budget. Bricht er denn jetzt hier? Ja.
jetzt lassen wir mal ganz langsam fahren und schauen mal, wo der bricht. Und von der Hydraulik passt es ja. So, Schiff ist weg. Die Hydraulik fährt runter. Okay, jetzt hält es schon gar nicht mehr. Gut. Aber wir wissen jetzt, wie wir es machen. Sehr schön. So, machen wir wieder auf 100%. Stimmt ja, wir müssen ja auf einfahren. Machen wir auf 10. Okay. Aber im Prinzip richtig ausfahren. Ich gehe jetzt mal auf 5%. Ah, dann mache ich mal auf 6. Okay. Müssen wir es auf 8? Ein Schlückchen trinken ist auch erlaubt, oder? Ja, ich muss es schon auf 11 machen. Ich mach's auf 10. Ist okay. Auto fährt rüber. Das ist ja nicht das Problem. Woran liegt das, dass das hier nicht hält? Ich hab's jetzt hier hinten mal stabilisiert mit Holz. Mal schauen, ob's hier hinten hält. Hey! Und wir hätten sogar noch 6000. So, wir haben einen Checkpoint.
Der liegt hier oben drauf. Sehr schön. Wir lassen es jetzt erstmal laufen. Vielleicht funktioniert es ja schon so. Okay, schade. Jetzt haben wir es hier oben nochmal stabilisiert. Jetzt eigentlich hier halten, hier unten. Ah, ich weiß, ich bin jetzt über dem Budget, aber ist okay. Sehr schön. Das ist die. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, warum. Die habe ich alle geschafft. Wir haben nur 11.500. So. Das machen wir jetzt auch hier. Drüber. Okay. Machen wir hier noch mal ein bisschen was drauf. Oh, hier hatten wir auch schon kurz 90%. Sehr schön. Müsste das nämlich hier auch blau sein. Genau, sehr schön. Was haben wir denn hier?
Okay. Straße. Zack. Zack, zack. Mal schauen. Okay, fährt auf jeden Fall rüber. Das heißt, den brauchen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Jetzt haben wir den auch blau. Jetzt machen wir dieses Level noch und dann denke ich mal, haben wir wieder eine entspannte Folge. Gut. Warum hält das hier oben nicht? Okay, das funktioniert schon mal, das ist gut. Hier fehlt dann noch hier unser Gerüstchen. Das hält nicht. Habe ich's doch gewusst.
Okay. Jetzt müssen wir gucken. Nehme ich den raus. Nehme ich den raus. Okay, es funktioniert immer noch, das ist gut. Es fehlen uns nur noch $400. Jetzt müssen wir gucken, welchen Punkt wir jetzt rausnehmen. Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich hier alles. Was haben wir denn hier? Das sollte ja eigentlich jetzt möglich sein mit der Hydraulik. Schön. Das soll ja auch nur funktionieren. So. Warum schwingt der hier unten? Okay, ihr fahrt rüber. Und stürzt zusammen, okay. Da ist der Bruch. Alles klar. Ja. Wenn die Brücke kaputt ist, kann natürlich das Schiff hier noch nicht durchfahren. Ausfahren 10%. Ausfahren 10%. Abfahrt. Okay. Gehen wir mal auf 15%. Dann gehen wir direkt auf 20%.
schauen, ob es funktioniert. Das waren 30%. Wir tasten uns jetzt immer mehr ran. Passt das? Wer sagt's denn? Ja. Jetzt schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall hier über den Kosten. Aber das passt schon. Damit würde ich sagen, ciao mit Frau Robin. Wann es die nächste Folge Pudipitch gibt, entscheidet der Like-Button. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video schaut. Ciao mit Frau Robin. Tschüss.